Wie fühlst du dich heute nach dem Bronzemedaillengewinn? Ja, ganz cool. Ich meine, das war unsere Zielermedaille, das haben wir erreicht. War alles im Soll. Wie traurig ist man darüber, dass man nicht das Finale erreicht hat? Natürlich wollte man ins Finale, ja, wenn man Schweden ist, sehr gute Mannschaft. Haben uns vielleicht ein bisschen blöd gestellt gestern, aber na gut, dritter Platz, glaube ich, ist gut. Könnten sich einige was abschauen. Erinnert dich das so ein bisschen an die Weltmeisterschaft vor 3 Jahren in Deutschland? Da war ich nicht dabei, daher weiß ich es nicht. Alles klar, ich meine die Fußball-Weltmeisterschaft. Ach so. Ja, das kann man nicht vergleichen. Ich denke, wir haben schon ganz gut gespielt eigentlich. Haben wir sehr schön gespielt, aber gestern nach einem 5-2, keine Ahnung, irgendwie den Knick bekommen und dann haben wir nicht mehr ins Spiel zurückgekommen. Erstmal herzlichen Glückwunsch zur Bronzemedaille. Wie fühlst du dich heute? Ja, großartig. Man gewinnt man nicht jedes Jahr, wollte ich schon fast sagen, oder jeden Tag, jedes Jahr. Jetzt ist es schon zum 3. Mal in Folge und das ist, spricht natürlich für unsere Mannschaft oder für das Inline, deutsche Inline schlechthin. Ich möchte mal fragen, was für eine Seelenverwandtschaft besteht da zwischen den Deutschen und den Brasilianern? Eine alte Freundschaft, über Jahre aufgebaut, jetzt auch immer auf den Inline-Weltmeisterschaften. Dann die Krönung vor 3 Jahren, als sie uns eingeladen haben zum Südamerika-Cup in Sao Paulo. Und dann anschließend noch mit einer Woche Urlaub in Rio. Seitdem sind die Jungs dicke Freunde. Es wird schon gescherzt, dass man gestern verloren hat, weil Brasilien auch nicht das Finale erreicht hat. Was sagen Sie dann dazu? Ja, ich glaube, letztes Jahr war die Konstellation genauso und anscheinend musste es so sein. Entweder, gut, wir haben natürlich jetzt noch, wir haben gesagt, ja, okay, Bronzemedaille, man hat vom Finale geträumt, aber man hat ein bisschen Luft nach oben. So, wir haben immer noch ein großes Ziel vor uns und die Brasilianer genauso. In der Presse wird ja das Sommermärchen 2009 zitiert. Es scheint sich zu bewahrheiten, denn 2006 hat die Nationalmannschaft damals auch nur den 3. Platz geholt. Was sagen Sie denn dazu? Ja, Parallelen zu ziehen, das ist vielleicht etwas weit hergeholt. Aber ich meine, das heißt dreimal Bronzemedaille innerhalb 3 Jahren, heißt einfach, wir haben uns in der Weltspitze etabliert. Ich weiß noch, vor 5, 6, 7 Jahren, da war das ein stiller Traum. Und jetzt sind wir einfach unter den besten 4 Nationen die letzten 3 Jahre. Und das macht einen nicht nur als Trainer stolz, sondern überhaupt fürs Inline. Wie geht es persönlich jetzt weiter bei Ihnen? Genau wie bei den Jungs, kurze Pause noch und dann geht es eigentlich nahtlos, fast nahtlos ins Eishockey-Geschäft über. Deswegen habe ich ja gesagt, das ist die beste und ideale Vorbereitung für die Eishockey-Cracks, hier noch immer vor der Saison ein Inline-WM zu spielen. Alles klar, vielen Dank.